Moin Leute, was geht? Hier ist wieder euer Geist. Heute in diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr auf der neuen Map Verlassener Strom und Packer Punch einschalten könnt. Und zwar habt ihr am Spawn diesen Teleporter, den aktiviert ihr und danach müsst ihr 30 Sekunden lang einfach überleben, was sehr easy ist. Nachdem ihr dann die 30 Sekunden überstanden habt, dann benutzt den Teleporter. Der bringt euch dann rüber zum Kontrollpunkt. So, wenn ihr dann drüben beim Kontrollpunkt seid, seht ihr schon dieses Ausrufezeichen. Dort geht ihr erstmal hin und zwar lauft einfach diesen Weg, den ich hier laufe. Dann kauft diese Tür auf und gegenüber seht ihr schon den nächsten Teleporter. Ich kaufe dafür hier jetzt links die Tür auf, Leute. Das könnt ihr auch machen, wenn ihr wollt. Und zwar links habt ihr diese Glastür, öffnet ihr, dann geht ihr an den Treppen hier hoch an der Seite und geht zur Tür zum Teleporter. So, jetzt könnt ihr den Teleporter benutzen und seid auf dem Dach der Videothek. Von hier aus müsst ihr jetzt 4 Teile finden, um den Teleporter zusammenzubauen. Wenn ihr wollt, könnt ihr erstmal zum Teleporter gehen. Ich zeige euch mal, wie ihr dahin kommt. Und zwar lauft einfach wirklich diesen Weg, den ich laufe. Ich laufe nämlich direkt dorthin. Geht hier runter. Und geradeaus durch ist der Teleporter. Und wenn ihr dann in der Nähe vom Teleporter wart, dann kommt schon direkt die nächste Mission. Dort müsst ihr halt nämlich den Teleporter reparieren, indem ihr 4 Ersatzteile findet. Die werden euch auch angezeigt. Ich zeige euch mal, wo diese Ersatzteile sind. Und zwar müsst ihr dafür auch Türen aufkaufen. Hier im Burger Town ist der erste Ersatzteil hinter der Theke. Ist das eine Fritteuse? Könnt ihr aufheben. Und wir gehen direkt zum nächsten Teil. Könnt ihr direkt hier gegenüber rechts beim TV laden. Hier hinter der Theke wieder. Da haben wir 2 von 4. Das dritte Teil befindet sich jetzt direkt hier vor euch. Kauft links die Tür auf. Geht hier rein. Lauft geradeaus durch. Und in diesem Bereich hier befindet sich dann das dritte Teil. Und zwar ist es dann hier bei mir bei den Puppen. Und kommen wir nun zum vierten Teil. Das befindet sich auch direkt hier um die Ecke. Und zwar ist es in der Videothek. Das ist das Gebäude hier geradeaus gegenüber. Steht auch Videothek drauf mit der Amerika-Flagge. Einfach hier durchlaufen. Und rechts um die Ecke im Regal befindet sich dann das letzte Teil. So, wenn ihr dann alle 4 Teile habt, dann müsst ihr wieder zurück zum Teleporter gehen und den Teleporter reparieren. Lauft vor dem Teleporter, haltet die Interagieren-Taste gedrückt und ihr baut dann den Teleporter zusammen bzw. ihr repariert den Teleporter. Benutzt diesen dann nach 1-2 Sekunden, wenn er bereit ist und ihr werdet zum Bunkereingang teleportiert. Hier müsst ihr jetzt einfach den markierten Weg laufen, also lauft einfach den Ausrufezeichen hinterher. Also hier vorne links kauft ihr die Tür auf und dann seid ihr hier in diesem Gang. Und jetzt, Leute, lauft geradeaus durch. Dort ist ein Teleporter. Jedoch, wenn ihr kurz vor dem Teleporter seid, spawnt ein Boss-Zombie. Und diesen müsst ihr töten. Dieser Boss-Zombie hat 3 Köpfe. Und seine Schwachstelle ist dieser Kopf, der am Leuchten ist. Also, einer von 3 Köpfen leuchtet immer so etwas blau. Und diesen Kopf müsst ihr anschießen. Das ist seine Schwachstelle. Und damit kriegt ihr den ganz schnell down. So, wie ihr seht, leuchtet dieser eine Kopf. Ich schieße einmal drauf, ein Drittel des Lebens ist schon weg, Leute. Und das macht ihr jetzt mit den anderen beiden Köpfen auch. Also schießt immer auf diesen Kopf, der blau leuchtet, denn das ist seine Schwachstelle und ihr macht den so am meisten Damage. Wenn ihr ihn dann getötet habt, dann könnt ihr den Teleporter benutzen, denn dieser Teleporter steht jetzt zur Benutzung bereit. Also geht einfach durch diesen Teleporter. Und wenn ihr dann durch den Teleporter gegangen seid, kommt ihr hier in diesen Packer Punch Raum, drückt diesen Knopf und es wird Packer Punch aktiviert. Leute, ihr könnt aber nicht so lange in diesem Raum bleiben, denn ihr kriegt nach einer Zeit Damage, weil dieser Raum verstrahlt ist, also passt auf. Ihr habt hier den Packer Punch Automaten und die Missionsmaschinen. Ihr könnt dann einfach hier mit der Seilbahn zurück oder ihr benutzt einfach hier den Teleporter hinter euch. So, das war's dann mit dem Video, Leute. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja, lasst doch ein Like da, schreibt mir in die Kommentare. Und falls du noch kein Abo bei mir hast, kannst du das an dieser Stelle sehr gerne ändern. Ansonsten ciao und bis zum nächsten Mal.